Ja, der größte Feind für jeden Hundehalter, der also mit seinem Tier hier in der freien Natur, so wie ich jetzt gerade unterwegs ist, das dürften ja bekanntlich die Zecken sein. Ja, der Staatsfeind Nummer 1, die größte Angst vor jedem Hundehalter ist, dass sein Hund durch die Zecken mit irgendwelchen Krankheiten infiziert wird. Deswegen hier von mir heute mal dieses Video auch zum Thema Zecken, weil es eben auch ein Thema ist, wo ich das Gefühl hatte, wo mich sehr viele Fragen auch zu erreicht haben und wo ich das Gefühl hatte, auch mal ein bisschen Klarheit schaffen zu wollen oder zu müssen. Einfach deswegen, weil natürlich das Thema Zecken sehr emotional aufgeheizt ist und immer, wenn es sehr emotional zugeht, natürlich dann so ein bisschen die Vernunft in den Hintergrund tritt. Und das ist eben beim Thema Zecken wie bei keinem anderen Thema eigentlich zu beobachten für mich. Und zuallererst mal vielleicht zur Einordnung, ich will hier auch nichts verharmlosen, aber es ist schon so, ich war ja auch in Mexiko zum Beispiel in der Tierarztpraxis und habe dort Hunde erlebt, die hatten teilweise Dutzende Zecken. Ja? Und die Zecke an sich ist ja eigentlich erstmal für den Hund nur ein Parasit, ein Lästling, ein blutsaugender Lästling, der also den Hund deutlich weniger stört als den Halter. Ja? Also ne, nicht falsch verstehen, ich finde Zecken auch eklig. Aber man muss auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und den Hund stören Zecken per se erstmal wenig. Ja? Natürlich, das alles unter Vorbehalt ist mir völlig klar. Wie gesagt, ich will nichts. Ich weiß, gerade bei dem Thema muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Da wird ja sehr viel, sehr schnell, sehr falsch verstanden. Es ist einfach so, ich möchte zu bedenken geben, dass die Panik vor Zecken durchaus auch medial angeheizt oder sagen wir mal angefeuert wird. Ja, dass sozusagen da auch viel heißer gekocht wird, als es am Ende gegessen wird. Heißt auch ganz konkret, ich habe ja hier als YouTuber, als Online-Tierarzt habe ich ja einen großen Vorteil. Ich habe jetzt hier ein paar tausend Abonnenten bei YouTube, mehrere tausend bei Facebook und auch eine E-Mail-Liste von mehreren tausend Haltern. Und an der Stelle vielen Dank für eure Unterstützung. Ich will damit nicht angeben. Der Punkt ist, dass ich sehr, sehr, sehr viel Feedback bekomme von Hundehaltern zu allen möglichen Themen und eben auch zum Thema Zecken. Und die Angst der Menschen vor Zecken begründet sich ja in erster Linie darauf, dass also Zecken schlimme Krankheiten wie zum Beispiel Borreliose, Babesiose, Anaplasmose übertragen können durch ihren Biss. Und wenn man das Ganze mal nüchtern betrachtet, dann stellt man fest, dass wie gesagt, ich bin im Kontakt mit, ich würde sagen, Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Hundehaltern. Und mir ist in den letzten Jahren, ja, es gibt Fälle von Borreliose. Also bei Borreliose ist bei Hunden zum Beispiel sehr, sehr selten. Das ist eigentlich eine Menschenkrankheit. Und auch Anaplasmose kommt vor, aber es steht in keinem Verhältnis zu der Popularität, die das Thema eben hat und vor allem zu der Angst, die damit verbunden ist. Denn die wahren Seuchen im 21. Jahrhundert, das sind Allergien, das sind Epilepsie, das sind chronische Darmerkrankungen, Bauchspeicheldrüse, Leber, Niereninsuffizienz, Herzprobleme, ja, Schilddrüsenunterfunktionen. Einfach nur, um die Zahlen jetzt mal einzuordnen, Zecken übertragen diese Krankheiten, jawohl. Aber die Fälle von Hunden mit diesen Infektionskrankheiten, die daran vor allem auch gestorben sind, die kann ich an ein, zwei Händen abzählen. Wohingegen die Zahl der Hunde, die wegen der genannten wahrlichen Probleme, ja, Allergien, Krebs und so weiter, die daran gestorben sind, das geht in die Hunderte, in die Tausende, in die Zehntausende und wahrscheinlich in die Millionen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch gerade eben zum Thema Zecken zuerst mal zu bedenken geben, dass von diesen sogenannten Informationsportalen, die da im Internet ja, ne, wenn du jetzt Hund, Krankheiten, Zecken irgendwie googelst, kriegst du ja ziemlich viele schöne Seiten, wo ganz viele in jedem Detail aufgeführt ist, wie schlimm Anaplasmose ist und Ehrlichiose und Babesiose und wie sie alle heißen. Der Punkt ist, wenn du da mal Trick 17 anwendest und einfach mal ins Impressum guckst von diesen Seiten, wirst du sehr oft entweder eine Pharmafirma oder also irgendein Pharmakonzern eben sehen, der diese Seiten betreibt, was natürlich auch sehr viel Sinn macht, weil natürlich diese Krankheiten der Grund sind, warum man mit diesen Zecken wunderbar medial Panik hervorrufen kann und danach mit dieser Angst eben den Verkauf von Spot-ons und so weiter rechtfertigen kann. Ja, das ist sozusagen eine Sache, die ich hier mal ganz gern zu bedenken geben wollen würde. Und die Frage ist ja eigentlich, warum werden Hunde überhaupt
von Zecken befallen? Ja, was führt dazu, dass Hunde also überhaupt attraktiv sind für Zecken? Und was kannst du als Halter machen, um das zu verhindern? Und da ist natürlich als allererstes mal der Geruch festzuhalten. Ja, so Zecken haben dieses, ja, die haben ja sozusagen auf dem vordersten Beinpaar so eine Art Riechorgan, dieses Hallersche Organ, womit sie also über den Geruch ihre Opfer finden. Ja, Zecken sind ziemlich, die sind zwar sehr beweglich, aber wenn sie auf Beutesuche sind, sind sie eigentlich mehr passiv, sitzen also auf den Gräsern, auf den Pflanzen und warten, bis ein Beutetier eben vorbeikommt. Und da auch das Sehen der Zecken sehr, sehr schlecht ist, finden sie ihre Beutetiere, ja, also auch deinen Hund zum Beispiel, in allererster Linie über den Geruch. Ja, über den Geruch, den der Hund ausströmt und natürlich auch über die Bewegung, wenn er also durchs Gras rennt und das natürlich zu taktilen, mechanischen Reize einfach dann angesprochen werden und die Zecke natürlich merkt, dass sich da was bewegt und dass da vielleicht sozusagen ein Beutetier kommt. Die Bewegung kannst du natürlich nicht einschränken von deinem Hund, aber den Geruch, da kannst du natürlich sehr viel machen und das ist auch genau der Punkt, wo ich immer jedem Hundehalter rate, anzusetzen. Hier muss man vielleicht festhalten, dass der Geruch bei jedem Hund oder generell Gerüche sind immer das Ergebnis von bakterieller Aktivität. Und dann ist die Frage, okay, welche Bakterien führen zu welchen Gerüchen? Und dann kann man sagen, gut, die richtigen Bakterien, ja, was auch immer richtig jetzt erstmal ist, aber die natürlichen Bakterien, vielleicht das bessere Wort, führen zu natürlichen Gerüchen. Und die falschen Bakterien führen zu den Gerüchen, die wir als unangenehm und als sehr intensiv wahrnehmen. Und jetzt ist es einfach so, dass Bakterien mehr oder weniger immer das Ergebnis sind von bestimmten Dingen, die vorher passiert sind. Ja, also wenn ich mich richtig ernähre oder nämlich artgerecht ernähre, hat ein Mensch, ein Hund, zum Beispiel im Darm, ganz andere Bakterien, als wenn er sich von industriellem Trockenfutter und Weißbrot ernährt. Ja? Genauso auf der Haut. Wenn ich eine intakte, auf der Haut eine gesunde Bakterienlandschaft habe oder auch im Ohr, rieche ich ganz anders, als wenn ich da, sagen wir mal, ungünstige bakterielle Verhältnisse habe. Ja? Und gerade eben das Thema Geruch ist sehr, sehr, sehr abhängig davon, mit welchen Stoffen der Körper auch in Kontakt kommt. Und dann sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, das ist nämlich die Schulmedizin mit ziemlich allem, was sie eigentlich macht. Ob das jetzt Medikamente sind, ob das Spot-Ons sind, ob das irgendwelche Chemikalien, Wurm, Zecken, Flohmittel, was auch immer, ob das Fertigfutter ist. Dass all das also voller Chemikalien ist, die natürlich auch immer die bakterielle Landschaft auf und in dem Körper beeinflusst, damit eben auch den Geruch beeinflusst. Und dass man eigentlich festhalten kann, dass so ziemlich alles, was du beim Tierarzt bekommst, und ich weiß, das ist durchaus eine heftige Aussage, aber ich treffe die einfach mal, weil es einfach die Erfahrungen von den hunderten, tausend Hundehaltern einfach zeigt, dass mehr oder weniger alles, was du bei einem klassischen Tierarzt, Medikamente, Antibiotika, Schmerzmittel und so weiter, Cortison, was du bekommst, eigentlich das Problem mit den Zecken nur verschlimmert. Oder wenn überhaupt, dann nur für eine Zeit reduziert, aber nie wirklich löst. Ja, gerade eben Cortison ist ja auch so ein Problem. Wenn die Zecke eine Krankheit übertragen sollte, dann ist das Nächste, was der Körper sozusagen hat zur Verteidigung, ich merke gerade, die Lichtverhältnisse sind hier nicht optimal, dann ist das Nächste, was der Körper sozusagen hat, ist das Immunsystem. Und das Immunsystem wird durch Cortison zum Beispiel runtergefahren. Ja, das nur mal so als Gedanke nebenbei, weil natürlich auch sehr viele Hunde, wie mir bewusst ist, auch Cortison gespritzt kriegen oder andere immunsuppressive Medikamente, die ich jetzt hier lieber nicht namentlich erwähnen möchte. Genau, und meiner Erfahrung nach ist es also so, dass Zeckenbefall durchaus mehr ein Symptom ist, eben für diese zum Beispiel ungünstigen bakteriellen Verhältnisse in und auf dem Körper. Und was vielleicht auch noch sehr spannend ist festzuhalten, ist, dass wenn du deinem Hund meinetwegen ein Spot-On verabreichst, da musst du ja im Klaren darüber sein, dass dieses Spot-On sich im Körper also verteilt und dass am Ende davon, wenn die Zecke Blut saugt, vielleicht die Zecke saugt, weiß nicht, 1 Milliliter Blut, 2,5, ich habe nicht nachgeguckt, aber der Hund, ein Hund von 10 Kilo hat ungefähr 1 Liter Blut im Körper, ja, ungefähr Pi mal Daumen 8-9%. Davon saugt die Zecke eine winzig kleine Menge, ja, dieser Giftcocktail hat sich im Körper verteilt, ist also im Blut gleichmäßig verteilt und wird dann also von der Zecke aufgenommen
Und von dem Gift, was also du deinem Hund verabreichst und was dann eben auch in der Zecke landet, also ich würde sagen, ein ganz kleiner Anteil von dem Gift, was der Hund bekommen hat, landet am Ende auch in der Zecke tatsächlich. Und der größte Teil, der kursiert einfach nur im Blut, im Körper und wird halt von den Entgiftungsorganen, sprich Leber, Niere, Haut und so weiter, abgebaut und führt dann eben mit der Zeit zu Problemen mit der Leber, mit der Niere, ja, mit der Haut. Und ganz im Übrigen, Ohren- und Augenprobleme sind auch indirekt immer Hinweise darauf, dass Leber und Niere belastet sind, das nur am Rande. Der Punkt ist, dass Spot-Ons also in vielerlei Hinsicht schädlich sind. Erstmal, weil sie den Körper eben mit Nervengiften, ja, muss man ja mal beim Namen nennen, das sind ja chemische Substanzen, die ursprünglich mal Nervengifte waren oder die zumindest für den Parasiten ein Nervengift sind, die können für deinen Hund also nicht gut sein. Ja, dass diese Substanzen also das körpereigene Milieu, will ich es einfach mal nennen, verändern, und zwar nicht zum Positiven. Dass zweitens diese ganzen Chemikalien abgebaut werden müssen, dass sie auch den Körper als Ganzes beeinflussen, dass sie immer auch das Immunsystem beeinflussen. Ja, das Immunsystem, was man eigentlich bräuchte, um die eventuelle Infektion mit Erregern dann zu bekämpfen. Und dass sie, wie gesagt, nur also nie wirklich die Ursache beseitigen, den Geruch, sondern eigentlich immer nur das Symptom therapieren, nämlich den Zeckenbefall. Der Zeckenbefall ist auch nur ein Symptom. Und ich bin ja sowieso immer ein großer Freund davon, sich mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich die Ursache von dem Zeckenbefall. Das heißt, die Quintessenz aus dem Ganzen ist also, wenn du jetzt den Befall deines Hundes, wenn jetzt dein Hund viel mit Zecken befallen wird, dann heißt es, dass er einen Körpergeruch hat, der Zecken sehr anzieht, den Zecken sehr anziehend finden, sehr attraktiv finden. Und dann muss man sich also fragen, wie kann man das beseitigen? Ja? Und das geht also los, indem man im und auf dem Körper die richtigen bakteriellen Verhältnisse schafft, ja? Auf der Haut, im Darm, in den Ohren. Dass man eben den Körper mit Nährstoffen versorgt, damit er im Falle einer Infektion auch sich selber helfen kann, ja? Hilfe zur Selbsthilfe. Und dass man also eigentlich die Finger davon lässt, von sämtlichen Chemikalien, Spot-Ons und so weiter, Mittelchen, die alle viel zu kurz gedacht sind und eigentlich nur deinen Hund mehr belasten, als dass sie ihm helfen, zumindest langfristig. Ja, und wenn du dir diese mediale Komponente und diese medial angeheizte Angstkomponente bei dem Ganzen mal wirklich wegdenkst, dann ist es auch so, dass viele Halter mir also auch sagen, dass sie vom Gefühl her diese Mittel gar nicht geben wollen, aber weil sie eben Angst haben, dass ihr Hund sich infizieren könnte, deswegen geben sie. Und da haben wir sie noch nicht mal davon gesprochen, dass also durch diese Mittel die Wahrscheinlichkeit einer Infektion auch erhöht ist, einfach deswegen, weil die Zecke ja stirbt. Die Zecke ist in einem Todeskampf. Die Zecke fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden, aber ich sag mal, wenn man im Sterben liegt, ne, bei einem Toten, irgendwann öffnen sich auch die Schließmuskeln, um das mal so zu formulieren, und auch durch diesen Todeskampf, die Zecke, also es wird quasi alles ausgeleert, die Zecke entleert sich und ist also auch dann dabei, dass sie also durch diese Giftwirkung die Wahrscheinlichkeit sich erhöht, dass die Zecke also in ihrem Todeskampf Erreger überträgt in den Hund. Sonst würde sie einfach nur Blut saugen. Ja, ich will nicht sagen, dass sonst keine Infektionsgefahr wäre, aber eine normale Zecke, die saugt und lässt sich wieder fallen. Aber eine Zecke, die an dem Blut stirbt, weil es ja mit Spot-Ons behandelt ist, der Hund, die würde quasi, bevor sie stirbt, sich noch quasi auskotzen und alle möglichen, ne, Inhalte ihres Mauls und ihrer Mundwerkzeuge dann also quasi in den Hund abgeben. Und dadurch ist eben dann auch die Infektionsgefahr erhöht, was wiederum dazu führt, dass du also dir auch wiederum ein Eigentor schießt, weil eigentlich willst du deinen Hund ja bewahren vor diesen Krankheiten, die die Zecke überträgt, aber durch diese Spot-Ons erhöhst du eigentlich die Gefahr, dass das passiert. Ja? Also das sind alles so diese Zusammenhänge, die zum Thema Zecken wahrscheinlich dir in keiner Tierarztpraxis gesagt werden, einfach deswegen, weil die natürlich prächtig daran verdienen, dir neben Wurmmittel und Mittel gegen Giardien und was weiß ich, eben auch regelmäßig irgendwelche Spot-Ons zu verkaufen. Aber meine Erfahrung als Tierarzt ist ganz klar die, dass viele Hundehalter große Probleme bei ihren Hunden sehen, und zwar immer relativ zeitnah, zufälligerweise natürlich, genau dann, wenn sie ihr Tier also unter anderem mit Spot-Ons gegen Zecken haben behandeln lassen.
Das nur als Hinweis von mir, wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, hier unten drunter irgendwo ist der Link zu meinem Online-Seminar. Da geht es nicht nur um Zecken, da geht es um das große Thema Hundegesundheit, was sozusagen man im Großen und Ganzen mal verstanden haben sollte, um einen gesunden Hund zu haben. Es geht mit Zecken nur los oder mit Parasiten generell und hat dann eben auch noch ein paar andere Komponenten, die da also auch erklärt werden. Und weil ich ja weiß, dass trotzdem jeder immer von mir irgendwelche Wundermittel haben will, was er jetzt mal so doch schnell noch nehmen kann gegen Zecken, möchte ich noch an der Stelle das DMSO erwähnen. Das werde ich hier unten drunter auch verlinken. Ist also eine Substanz, die sehr intensiv riecht. Musst du mal gucken, ob dein Hund das toleriert, ob du es tolerierst. Dabei ist wichtig nur in der Anwendung, dass du es nicht unverdünnt, sondern nur verdünnt. Also sagen wir mal 50-50 mit Wasser einfach verdünnen und dann also diese verdünnte Lösung aufs Fell auftragen, vor allem eben auf die Füße und da, wo die Zecken immer gerne sich aufhalten. Wenn da bestimmte Regionen auch betroffen sind, natürlich den Augen, Kopfbereich, also Augen aussparen, so Kopf kannst du machen, Pfoten, Hals, Rücken, aber halt die Augenpartie aussparen, weil es den doch sehr intensiv riecht und auch ein bisschen reizen kann. Aber dieses DMSO ist also durchaus sehr wirksam gegen Zecken. Aber wie gesagt, als Schlusswort, du kannst niemals ein Problem, dessen Ursache im Inneren liegt, von außen durch ein Mittel heilen. Also Heilung geht immer von innen nach außen. Und alles, was an Mitteln von außen, an Spritzen, Cortison und so weiter von außen reinkommt, das ist nie Heilung, sondern das ist immer nur Symptomtherapie. Ja, also wenn du Heilung willst, musst du von innen nach außen. Wenn du dich mit Symptomtherapie zufrieden gibst, dann kannst du von außen nach innen. Ganz ein wichtiger Unterschied, den müssen wir auch mal ein Video zu machen. Mache ich auch vielleicht nochmal demnächst. Genau, das war es auch schon zu diesem Video zum Thema Zecken. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich immer über Likes, Kommentare und würde mich natürlich auch sehr freuen, dich dann da in meinem Online-Seminar begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute für dich und deinen Hund, dein Tierarzt Dr. Franz. Mhm.